So, genau, ja, dann ja, nochmal, wie gesagt, ganz herzlichen willkommen hier von aus Berlin, wo es nicht ganz so stürmisch war, hat nur geregnet. Mein Name ist Michael Greth, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin schon ein bisschen länger im SharePoint-Ökosystem unterwegs, genauer gesagt seit fast 20 Jahren. Habe die SharePoint-Community gegründet und mache seit 15 Jahren, am Freitag letzter Woche war gerade Jubiläum, 15 Jahren einen Podcast rund um SharePoint. Auf SharePoint Social gibt es immer so eine Art Blog dazu und SharePoint-Sendung, das ist so ein Videoformat, was ich mit dem Gernot Kühn von Microsoft auch schon seit 6 Jahren mache. Also da komme ich so her, mache viel Beratung und Trainings dazu. Und ja, und insofern bin ich, weil ich auch sehr viel Community-Arbeit mache, eben ein Microsoft MVP, eins von den Most Valuable Professionals. Das jetzt auch schon im 21. Jahr. Und wenn ich das immer höre, ist das schon eine sehr lange Zeit. Wobei ich dann auch sagen kann, 20 Jahre lang SharePoint, da hat man einiges an Erfahrung gemacht. Also mir ist nichts fremd und man ist auch bei Knallerankündigungen heute immer, ich sag mal, ein bisschen relaxter als früher und guckt dann erstmal gerne dahinter, was sich dahinter verbirgt. So, kleine Anmerkung noch, ich bin ein bisschen heiser heute. Ich habe mir aber einen guten Tee nebenher gestellt, zwischendurch nehme ich mal ein Schlückchen, damit auch die Stimme durchhält. So, genau, was will ich heute mit Ihnen machen? Wir wollen mal ganz kurz in das Thema Künstliche Intelligenz gehen, weil hinter Projekt Cortex steht ja das Thema Künstliche Intelligenz wird auf dem modernen Arbeitsplatz in Microsoft 365 eingeführt. Das ist so der ja, die Top-Message oder die Top-Technologie dahinter steht. Wir werden mal kurz auch ein bisschen auf Künstliche Intelligenz einen Blick werfen, ein paar Begriffe klären und ich werde Ihnen noch mal so zwei, drei Dinge zeigen, von denen ich denke, die sollte man einfach mal wissen oder mal gehört haben, um das vielleicht auch mal ein bisschen einordnen zu können. Vielleicht nicht in den Hype abzugleiten, aber auch nicht in die, ich sag mal, zu erwartende Apokalypse abzugleiten. Also, dass man da so ein bisschen sich auspendeln kann. Wir werden gucken, was das Ganze dann, die Künstliche Intelligenz für Relevanz für den digitalen Arbeitsplatz hat. Schauen mal da rein, wie weit es schon in Microsoft 365 eingedrungen ist. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich einen Workshop oder einen Vortrag dazu mache, wie wenig eigentlich bekannt ist, was schon an Künstlicher Intelligenz in Microsoft 365 drin ist. Und dann, klar, wir kommen auch zum Projekt Cortex, wobei man da noch nicht gar nicht so viel erzählen kann, weil es, wie gesagt, nur eine kleine Alpha-Version gibt mit ein paar Testkunden und das kommt jetzt alles erst in den nächsten Monaten. Aber für mich ist eigentlich ganz entscheidend, was man da gesehen hat und was da die Konzepte hinter sind und warum das, glaube ich, ein ziemlich cooles Ding werden wird. Anfangen möchte ich eigentlich ganz gerne mal, warum wir mit diesem Thema Künstliche Intelligenz jetzt uns auch am modernen Arbeitsplatz traktieren. Und habe das mal so überschrieben mit dem Thema, was erwarten wir eigentlich von der Künstlichen Intelligenz am modernen Arbeitsplatz? Und da habe ich so aus meiner, wie gesagt, 20-jährigen Erfahrung gibt es ja immer Dinge, die wir auf der Microsoft, auf der SharePoint-Plattform, auf Office 365 immer wieder kritisieren. Ich meine, ganz oben steht immer bessere und relevantere Suchergebnisse. Da Thema, wie finde ich das richtige Dokument? Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon so lange bei SharePoint mit dabei ist, aber zum Beispiel das Thema Metadaten ist ja immer ein Riesenthema gewesen. Seit Edward Snowden wissen wir, welchen Wert Metadaten haben, was man dort für gute, verbesserte Suchergebnisse beispielsweise erzielen kann, Wiederauffindbarkeiten, Verknüpfungen herstellen kann. Seit SharePoint 2007, wenn ich mich recht erinnere, gab es die Möglichkeit, dass wenn ich in Word Felder einfüge, die mit Metadaten belege, in eine SharePoint-Bibliothek hochlade, dass die automatisch mit den Spalten in einer SharePoint-Bibliothek synchronisiert werden und als Metadaten für die Suche zur Verfügung stehen. Gibt es seit über 10 Jahren gibt es das schon, wurde kaum genutzt, weil es war einfach nicht so richtig bedienbar. Ja, und trotzdem erwarten wir halt, dass sowas da ist. Also Technologie ist eigentlich da, aber sie war nicht bedienbar. Das Zweite, was ich immer so habe, ich gesagt habe, erwarten die Automatisierung von Routineaufgaben. Beispiel Bilderkennung. Wenn ich heute eben Bilder in eine Bibliothek in meiner Marketingabteilung hochlade, von Produkten, von, weiß ich was, B-Roll-Shots oder ähnlichem, dann brauche ich das richtige Bild zu dem Zeitpunkt, wenn ich einen Flyer oder sowas erstelle und möchte dann eben ein Bild haben, wo, weiß ich was, eine Apfelsine, ein Tisch oder sowas abgebildet ist und möchte dann nicht die Bilder alle manuell durchsuchen, sondern möchte die quasi auch über eine Suchfunktion durchsuchen können. Bilderkennung gibt es heute überall. Frage, gibt es die auch schon an meinem Arbeitsplatz? Nee, gibt es noch nicht, weil die noch nicht so richtig integriert ist oder noch nicht so richtig. Dann für mich, hat schon erwähnt, Podcast und Videos.
ich habe 417 Podcast-Ausgaben gemacht mit diversen Interviews. Da steckt ein unheimlich umfangreiches Wissen drin, das sich aber eigentlich niemandem erschließt, noch niemand durchsuchbar ist, weil ja, Ton kann man nicht durchsuchen. Was man braucht, ist eine Transkription. Gibt es heute auch schon. Ich kann es mittlerweile auch mit meinem Podcast machen, aber es ist immer ein manueller Prozess, der angestoßen werden muss und funktioniert insofern auch nicht automatisch. Insofern nutze ich es nicht, weil es viel zu kompliziert ist. Dann beispielsweise Übersetzung von Texten. Haben wir heute auch überall eingebaut. Nur die Frage ist, muss ich da extra ein separates Tool aufrufen, um Text zu übersetzen? Oder kann ich zum Beispiel auch eine E-Mail, die reinkommt in einer Sprache, die ich nicht verstehe, einfach mal mit Mausklick in eine andere Sprache, in meine eigene Sprache übersetzen lassen? Computersprache-Eingabe. Vor gut 3 Jahren habe ich auf der Europäischen SharePoint-Konferenz einen Vortrag gehalten, der hieß Office 365 und IoT und hatte, glaube ich, eine der ersten Demos von Alexa auf dem Microsoft-Bereich gemacht und habe damit eine Lampe geschaltet. Spracheingabe ist mittlerweile Commodity geworden und macht sich auch immer mehr in den Applikationen bereit. Also auch da wieder eine Technologie, die an den Arbeitsplatz kommen muss. Und last but not least auch sowas wie Verknüpfung von Informationen, das wollen wir alle haben, da gibt es den Microsoft-Graph. Das sind so Anforderungen, die wir an unserem täglichen Arbeitsplatz haben, die schon seit vielen Jahren bestehen. Und KI verspricht jetzt, dass das Ganze gelöst werden kann. Ja, und warum funktioniert es nicht? Das sind 3 Kernpunkte, wo ich denke, einmal, bisher haben tatsächlich die Funktionen gefehlt. Das zweite ist, dass die ganze Erfassung, das ganze Handling von diesen Dingen, beispielsweise Metadaten, einfach zu kompliziert war, sodass es keiner wirklich gemacht hat, weil es war einfach zu aufwendig. Und last but not least, das dritte ist, dass die Funktion, wenn ich sie abrufe, die Ergebnisse daraus, dass die nicht so direkt in meine alltägliche Arbeitsumgebung integriert sind, und ich sie praktisch auf Knopfdruck nutzen kann. Und diese 3 Punkte, die werden uns jetzt durch den Rest des Webinars verfolgen, weil da setzt nämlich Projekt Cortex an und da werden wir nachher etwas sehen. Ein paar allgemeine Worte nochmal zur KI. Warum ist das jetzt gerade seit 2-3 Jahren so der absolute Knaller in der IT-Branche geworden? Gibt es eigentlich schon das Thema KI seit den 50er Jahren? Da wurde der Begriff mal aufgegriffen und dann so in Wellenbewegung hat sich es über die Jahre immer wieder fortbewegt. Warum jetzt? Weil zum einen mittlerweile mit Cloud Computing Rechnerleistung zur Verfügung steht, die in der Lage ist, Modelle und sowas tatsächlich auch durchzurechnen. Da hatten wir vorher einfach nicht die Rechenkapazität. Das zweite ist die Technologie von Deep Learning, die es auch schon früher gab, die aber mittlerweile weiterentwickelt wurde, mit dem ich Modelle trainieren kann, dass sie bestimmte Inputs in bestimmte Outputs umwandeln können. Und diese Modelle brauchen tatsächlich auch hohe Rechenleistung, damit sie wirklich effizient arbeiten können. Das funktioniert mittlerweile. Und das dritte ist, Modelle müssen immer trainiert werden. Wir brauchen Ausgangsdaten. Und mittlerweile gibt es ganz viele Daten, die vorhanden sind. Und die kann ich dann als Trainingsmaterial bedienen. Ja, und das sind so die Punkte, weshalb eigentlich jetzt so der Knallpunkt ist, wo man sagen kann, ja, jetzt macht das eigentlich auch Sinn. Jetzt funktioniert alles das, was wir uns vorher schon an Ideen ausgedacht haben. Und jetzt haben wir auch die Technologie dazu da. Das finde ich passt gut. So, dann ein paar Begriffe nochmal ganz kurz abklären. Die künstliche Intelligenz. Bei Max Tegmark habe ich mal gelesen, seinem Buch Life 3.0. Künstliche Intelligenz. Intelligenz, ganz einfach die Fähigkeit, komplexe Ziele zu erreichen. Und die künstliche Intelligenz ist halt, dass das Maschinen machen. Dann gibt es so den Begriff, das wollen wir hier halt auch also sozusagen sagen, es ist halt irgendwie Ziele zu erreichen mit Hilfe von der künstlichen Intelligenz. Machine Learning, das ist halt, dass die Maschinen anfangen zu lernen. Da gibt es dann diese beiden Stichworte Deep Learning und neurale Netzwerke. Das zeige ich gleich mal noch ein bisschen ausführlicher. Der nächste Punkt, Machine Teaching, das ist nicht, dass die Maschine automatisch lernt, sondern dass ich quasi so in einem Lehrer-Schüler-Prinzip hergehe und der Maschine sage, was sie tun soll und sie quasi bei ihren Aufgaben korrigiere und in die Richtung verbessere und steuere. Algorithmen hat was zu tun mit Rechenvorschriften, das werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Und ganz unten habe ich ein bisschen provokativ Skynet hingeschrieben, da wenn man heute mit künstlicher Intelligenz redet, dann gibt es so die einen, die sagen, naja, wir sind noch ganz am Anfang, das passiert nicht. Und auf der anderen Seite ist ja unser Bild von künstlicher Intelligenz auch gerne so von Terminator und Skynet und der alles umfassenden weltweiten Zombie-Apokalypse durch die Übernahme der Maschinen geprägt.
Ich bin auch für zukünftige Szenarien ein bisschen skeptisch, aber wenn man das mal so ein bisschen in der Literatur nachliest und sich auch mal guckt, wie weit man ist heute mit künstlicher Intelligenz noch relativ weit am Anfang. Da geht noch gar nicht so viel. Und auch die Bedrohung, dass irgendwann mal die Maschinen sowas übernehmen können, kann man eigentlich vernachlässigen. Viel wichtiger ist, dass man mit dem, was heute schon geht, auch schon ganz schön viel Müll machen kann. Und ich gebe nur mal zu bedenken, vielleicht hat der eine oder schon mal einen Blick nach China geworfen, was heute mit Social Scoring dort gemacht wird, mit einfachsten Bilderkennung und so weiter. Die Gefahren liegen wahrscheinlich viel eher darin, dass wir das, was wir heute haben, einfach nur unbewusst einsetzen und gar nicht bewusst sind, was wir da tun. Ist ein bisschen anderes Thema, sollte uns aber auch nochmal zeigen. Ich werde gleich nochmal in einem Beispiel zeigen, wo mal so ein kleines Problem auftritt. Algorithmen, das ist so der Kern des Ganzen, schrittweise Verfahren, um Probleme zu lösen oder ein Ziel zu erreichen, insbesondere einem Computer. Und das sind so die Dinge, die jetzt auch die künstlichen Intelligenzen machen, die wir auch in den verschiedenen Anwendungen wiederfinden. Ich habe hier mal eine Kategorisierung von der Hannah Fry von Microsoft aus ihrem Buch Hello World übernommen. Algorithmen, die können priorisieren. Das kennen wir aus der Google-Suche. Da wird quasi ein Begriff eingegeben und als Ergebnis bekommen wir 10 Ergebnisse, 10 in der Liste angeordnet, nach Relevanz aufgesteckt. Das ist so eine typische Aufgabe, die so ein Algorithmus übernehmen kann. Gucke, was ist deiner Meinung nach relevant und gib mir deine entsprechende Liste aus. Sie wissen ja auch, wo man Tote verstecken kann, auf der zweiten Seite der Google-Suchergebnisse. Das mal so als kleiner Fun-Fact hier noch angefügt. Das zweite, die Klassifizierung, was man machen kann, das ist typisch Bilderkennung. Ich lade ein Bild hoch, ist das Katze? Und wenn, dann sagt er entweder ja Katze oder nein Katze oder so weiter. Das ist eine typische Funktion, die so ein Algorithmus übernehmen kann. Das dritte ist die Kombination. Beispiel sind Dating-Apps. Ja, ich habe zwei Profile, die vergleiche ich miteinander und die sollen sich irgendwie matchen und die sich am besten matchen, die werden zusammengefügt. Also da müssen Beziehungen miteinander verglichen werden. Und das Letzte, das ist dann schon, sagen wir mal, das Fortgeschrittene, das sind so Filteraufgaben bei der Spracherkennung beispielsweise. Wenn Sie sich vorstellen, man hat eine bestimmte Aufnahme mit Hintergrundgeräuschen und mit vielleicht zwei Leute, die da reden. Dann muss die Spracherkennung schon sehr gut sein, dass sie den Sprecher und die tatsächlichen Worte da auch herausfindet. Das sind so typische Aufgaben, die Algorithmen durchführen. Und es gibt zwei Arten von Algorithmen, wie sie die Hannah Fry klassifiziert. Einmal die regelbasierten, das sind Anweisungen, die wir Menschen erstellen und dem Computer geben, nach denen er arbeitet. Und das zweite ist selbstlernend. Das geht dann so in die Richtung der Deep Learning neuronalen Netzwerke, dass die Systeme anfangen, nach bestimmten Vorgaben und Daten selbst ihre Lösungen zu entwickeln. So, und da sind wir schon beim Deep Learning. Das wollte ich noch mal kurz erzählen. Nur ganz kurz angedeutet, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier ein Bild einer Katze. Das laden wir in unser Deep Learning Netzwerk rein und am Ende kommt raus, es ist eine Katze oder es ist ein Hund oder es ist keine Katze. Und dazu werden hier in den werden entsprechend diese Bilder hier in einzelne Pixel aufgeteilt. Für jedes Pixel gibt es in der Inputschicht ein eigenes Neuron. Die werden miteinander verknüpft und werden dann hier in diese versteckten Layer und versteckten Schichten reingegeben, die entsprechende mathematische Operationen ausführen, Gewichtungen und diese miteinander verknüpfen und wie im Gehirn immer weitergeben. Und letztendlich werden diese ganzen Werte hier zusammen kombiniert und am Ende steht dann da, ja, ist Katze oder ist nicht Katze. Das Ganze muss trainiert werden, indem man dann die Bilder hier rein, schaut, das erste Bild reingibt. Da wird wahrscheinlich hier noch nichts richtig rauskommen. Und dann kann man aber anfangen, hier die einzelnen Pixelwerte anzupassen und zu sagen, und je nachdem, wie weit sie, und dann das nächste Bild reinzugeben, wenn das Ergebnis besser war, die Pixel wieder einpassen und sozusagen das Netzwerk Schritt für Schritt zu trainieren. Dafür braucht man viele, viele Bilder. Aber das in der Praxis umzusetzen, ist quasi so die Funktion, die man hier durchführen kann. In der Praxis sieht das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter aus. Interessant ist, dass man beim Input ganz viel Datenmaterial braucht. Hier muss man auf so Dinge wie, wie heißt es immer schön, Vorurteile oder eingebaute ethische Fragen achten. Hier drin weiß man meistens gar nicht mehr, wie man zu dem Ergebnis kommt, was hinten rauskommt. Und am Output-Layer hat man dann entsprechend die Informationen, die man gewünscht hat. Und die Anpassung erfolgt halt dadurch, dass man in diesen Netzwerken hier bestimmte Stellschrauben einstellt.
Das Ganze ist super gut erklärt worden vom Dr. Watson. Das ist der Cedric Engels. Der hat einen YouTube-Kanal. Den habe ich vor 3 Jahren mal auf einem Barcamp kennengelernt. Ich muss darüber alle hinwegspringen, weil wir festgestellt haben, dass wenn ich das kleine Video jetzt vorspielen würde, einfach die Zeitverzögerung da über hier dieses GoToMeeting zu groß ist. Insofern kann ich dieses Video einfach nur mal empfehlen, da reinzuschauen. Gibt es mal einen schönen Überblick, wie das Ganze funktioniert. Um das nochmal zusammenzufassen, um so ein neuronales Netzwerk zu trainieren, braucht man eine große Anzahl von Daten, Trainingsmaterialien, die man in das Netzwerk reinschickt. Und auf der anderen Seite trainiert man es und bekommt dann quasi die entsprechenden Ergebnisse. Man weiß in der Regel nicht, wie das neuronale Netzwerk dann tatsächlich zu dem Ergebnis kommt. Man muss halt darauf vertrauen. Und selbst wenn das neuronale Netzwerk zum Schluss sagt Katze, hat das neuronale Netzwerk keine Information über das Konzept Katze. Es erkennt halt nur, die Pixel sehen aus wie Katze, also ist es Katze. Um das mal an einem praktischen Beispiel nochmal zu zeigen, was für Auswirkungen das hat, möchte ich jetzt eine kleine Umfrage starten, ein kleines Formular. Die Frage ist, wen erkennen Sie auf diesem Bild? Können wir die Umfrage mal bitte starten? Die Umfrage läuft. Und hier sehen Sie die Auswahlmöglichkeiten. Genau. Sehen Sie entweder John Lennon, es ist William Campbell, sind es die Beatles, George Harrison oder erkennen Sie niemanden? So. Treffen Sie jetzt auf einmal die Auswahl. Mit jemand anrufen. Wir machen einen kurzen Countdown. 3, 2, 1 und hier kommt das Ergebnis. So, ich gucke mal rauf. Okay, also genau, sehr schön. Also 75%, wenn ich das richtig sehe, haben gesagt, sie erkennen die Beatles. Ich erkenne niemanden, haben tatsächlich auch einige gesagt, 14%. George Harrison haben noch 2% erkannt, John Lennon hat auch 0%, William Campbell hat keiner erkannt. Okay, dann schauen wir uns mal an, was sich dahinter verbirgt. Ich habe das natürlich nicht ohne Grund gemacht, sondern ich habe... Umfrageergebnis übertragen. Muss ich das hier noch schließen? Nein, ich wollte eigentlich nur meinen Bildschirm schalten. Ich brauche jetzt sehen wir Ihren Bildschirm wieder. Passt. Genau. Ich brauche mir mal ganz schnell, ich muss, genau, hier, ich brauche jetzt mal, jetzt wollen wir das mal testen und Sie sehen jetzt hier eine Website, nicht Projekt Cortex, sondern wir wollen uns mal Microsoft Azure anschauen. Wir wollen jetzt mal dieses Bild, was Sie ja jetzt selber erkannt haben, wollen wir mal durch künstliche Intelligenz erkennen lassen. Und man kann das bei Microsoft Azure sehr gut testen. Es gibt hier eine Webseite, da kann ich hier Bilder hochladen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ich hole mir mal das Beatles-Bild, lade das hoch. Und siehe da, 1, 2, 3, 4, 5 Personen werden erkannt, 4 Gesichter werden erkannt. Und auf der rechten Seite sehe ich hier die entsprechenden Tags und so weiter, die ausgegeben werden. Da wird ein Mann erkannt und so weiter und so fort. Interessant ist die Stelle, die wir hier finden, unter der Beschreibung. Und sehen Sie das? Ja, genau, ne? Die sehen Sie unter Beschreibung. Da sehen Sie unter Text William Campbell, Ringo Starr, John Lennon posing for a photo. Okay, das ist das, was uns die künstliche Intelligenz zurückliefert an Informationen. Ich schalte mal wieder auf meine Präsentation um das mal jetzt kurz zu erläutern. Also, das bekomme ich hier raus. Jetzt, wenn wir das mal ganz kurz analysieren, um uns darauf zu fixieren. Erstens, wie kommt der, die meisten von Ihnen haben gesagt, ich sehe die Beatles dort. Was hat die Künstliche Intelligenz nicht gesagt? Sie hat nicht gesagt, sie sieht die Beatles, sondern sie hat die einzelnen Figuren, die einzelnen Gesichter identifiziert. Ihr ist das Konzept, jeder, der raufkommt, sagt, ach, sind die Beatles. Und da hat er, guck mal, John, Paul und Ringo. Die Künstliche Intelligenz kann das nicht. Sie hat es hier nicht verknüpft. Sie hat nur ganz einfach ihre Gesichter erkannt. John Ringo hat sie wunderbar erkannt. Den Herrn im Hintergrund, George Harrison, hat sie nicht erkannt, obwohl er eigentlich hätte erkannt werden müssen. Und links vorne, das ist aber nicht William Campbell, das ist Paul. Aber wer ein bisschen in der Geschichte der Beatles bekannt, vertraut ist, der weiß, dass im Jahr 1969 an der University in Michigan in einer Campuszeitung behauptet wurde, Paul McCartney ist gestorben und ist durch einen geheimen Doppelgänger ersetzt worden. Und zwar, der Doppelgänger hieß William Campbell. Und damit hat man hier die Informationen mit reinbekommen. So, das ist jetzt, da kann man sehen, wie man so einen Algorithmus austricksen kann. Für mich ist immer interessant an diesem Demo, das ist ja eine offizielle Microsoft Azure Demo,
Wie ist der Algorithmus trainiert worden, dass sie die Informationen von William Campbell damit reinbekommen haben? Und insofern kann ich jetzt hier an der Stelle natürlich nur sagen, was, wenn ich die Ergebnisse bekomme, ich sehe zum einen nicht die Frage, wie kommt der Algorithmus dazu? Er erkennt nicht alles und er erkennt auch nicht die Zusammenhänge. Und die Frage ist, wie kann ich das ändern? Ich müsste das Modell besser kombinieren oder die künstliche Intelligenz in Kombination mit menschlicher Intelligenz zusammenbringen und hier quasi eingreifen können. Auch ein Thema, was wir gleich nochmal wiederfinden werden. Okay, ich überspringe das mal. Ich will jetzt mal ganz kurz, das war also mal eine kurze Einführung zum Thema künstliche Intelligenz. Und jetzt schauen wir mal auf Office 365 oder Microsoft 365, was dort schon für KI-Funktionen mit drin sind. Da gehen wir relativ zügig durch. Das erste sind die Design-Ideen in Microsoft PowerPoint. Das sind meine 5 Themen und ich zeige Ihnen die mal einfach hier. Ich habe eine Folie gemacht, ganz einfach, Bullet Points, und ich klicke auf Design-Idee und die Künstliche Intelligenz macht mir Vorschläge auf der rechten Seite fürs Design. Und zwar nicht nur optisch das Design, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe und hier mal ein zweites Fenster aufmache, dann habe ich hier auch eine Bullet-Point-Liste gemacht und sie baut mir hier kleine Icons ein. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man beim schlechten Wetter heute, sind da Schneewolken eingefangen, beim Frosch im Hals ist hier so ein Stethoskop mit drin. Ich brauche einen Schirm, da ist ein Buntstift drin. Okay, da hat er nichts erkannt. Auch eine heiße Tasse Tee ist nicht drin. Also mit halbwegs guter Unterstützung erkennt das System hier Inhalte und liefert mir passende Dinge dazu. Da läuft auch im Hintergrund schon so eine Art minimale künstliche Intelligenz, die mir hier einfach in meiner Applikation Hilfestellung leistet, eine hübschere Folie zu haben, ein paar optische Auffrischungen drin zu haben und das einzubauen. PowerPoint Ideas nutze ich oft und gerne, und die eine oder andere Folie, die Sie hier im Vortrag sehen, ist auch mit PowerPoint Ideas aufgehübscht worden oder zumindest versucht worden aufzuhübschen. Das Zweite, was ich immer gerne nutze, ist mittlerweile die komplette Funktion Work, Diktieren, Übersetzen und Vorlesen. Ich kann also hier über die Diktatfunktion, die ich in Word habe, kann ich mit guter Erkennqualität, das kann ich, glaube ich, vorspielen, weil wir hier keine Lippen mehr sind. Ich mache mal die Demo, die ich dazu habe, die uns jetzt zeigen wird, wie hier die Diktat... Hier in Word geht relativ einfach. Hier oben im Menü habe ich den Punkt Dictation. Wenn ich ihn anklicke, bekomme ich das Diktiermenü. Einmal hier vorne kann ich das Diktat starten. Und hier kann ich auswählen, in welcher Sprache ich diktieren möchte und bei Bedarf auch, ist es zu hören, in welche Sprache ich es übersetzen möchte. Ich lasse es hier gleich bei Deutsch stehen und fange mal einfach an, meinen Text zu diktieren. Im Flur roch es nach gekochtem Kohl und feuchten Fußmatten. Punkt. Ups, oh, jetzt habe ich es ein bisschen zu früh weggedrückt. Ich wollte das eigentlich zeigen, jetzt habe ich ein bisschen zu früh weggedrückt. Aber Sie haben gesehen, man kann dort diktieren. Ich kann auch, ich muss mal die Folie nochmal zurückgehen, sorry, hier ist es. Ich gehe mal ein bisschen vor in den Vortrag. Ja, da ist es. Ja. Ich kann also diktieren und das funktioniert auch recht ordentlich. Man muss natürlich noch ein bisschen nacharbeiten. Wenn man ein gutes Mikrofon hat, funktioniert das sehr gut. Wenn ich dann ein bisschen weitergehe in meinem Text, scroll mal hier durch die Demo durch, dann kann ich das auch gleich übersetzen lassen mit der eingebauten Übersetzungsfunktion. Funktioniert auch mittlerweile in diversen Sprachen. Und last but not least, wenn ich am Ende der Veranstaltung der Übersetzung bin, gibt es auch noch die Lautvorlesefunktion und kann mir den Text vorlesen lassen. Auch hier ist mittlerweile künstliche Intelligenz, wie wir vorhin schon gesagt haben, direkt in die Applikation eingebaut. Also ich muss da nicht irgendwo mal hinschalten, sondern ich klicke oben aufs Menüband und schon bin ich in der entsprechenden Applikation drin. Das Diktieren mit Word geht relativ. So, E-Mail übersetzen geht genauso. Das heißt, in Outlook haben Sie mittlerweile auch die Funktion drin, dass wenn ich, ich komme mal hier durch, wenn ich eine E-Mail in Englisch kriege, dann gehe ich einfach oben auf Nachricht übersetzen und 1-3-Fix ist das auch direkt in meiner Applikation drin. Ich muss auch hier nicht mehr eine Applikation wechseln. Ja? Und das macht es dann auch praktisch so sinnvoll und so nützlich, weil es direkt vorhanden ist. Ich muss nichts mehr separat aufbauen. Das war, ich sag mal, wenn wir uns mal die ganze SharePoint-Historie angucken, war es immer ein Problem der Usability, dass Funktionen, die da sind, nicht an die User kamen und ausgeliefert werden. So, und dann last but not least hier das Thema Excel, Foto. Ich bin in Excel drin und habe hier die Foto-App, fotografiere eine Tabelle und generiert mir automatisch daraus eine Tabelle in Excel. Und dann
meine Lieblingsfunktion ist noch die AI-Erkennung im Microsoft Stream. Wenn Sie heute ein Stream-Video hochladen, dann wird das mittlerweile nicht nur in Englisch, sondern auch in Deutsch transkribiert und ich kann dann vollständig auch in Microsoft Stream suchen. Das sind so meine Dinge, die mittlerweile alle in Office 365, dann gehen wir mal zurück, die mittlerweile alle in Office 365 oder Microsoft 365 mit drin sind. Es gibt noch einige andere Sachen, die im Hintergrund sind. Viele haben gar keine, sind sich gar nicht bewusst, dass sowas passiert, aber die Funktionen von Künstlicher Intelligenz kommen nach und nach und wir verlassen uns jetzt mittlerweile auch darauf. Das heißt, wenn ich dann irgendwie, wir haben es ja gerade bei der Beatles-Bilderkennung gesehen, da können Fehler auftreten, da war es total offensichtlich, weil ich das sofort sehe, aber wenn ich hier quasi in Office 365 arbeite und im Hintergrund werden Übersetzungen nicht richtig getan oder es gibt Probleme bei der Spracherkennung und so weiter. Also ich habe eine Unterstützung, die in der Applikation drin ist, aber ich sollte immer ein offenes Auge haben, um zu sehen, was da tatsächlich auch passiert und nochmal mit kritischem Blick drüber gehen. Meine Empfehlung. So, das war das bisherige. Künstliche Intelligenz schon da. Und jetzt hat Microsoft auf der Ignite im November angekündigt, wir haben was ganz Neues, wir haben das Projekt Cortex und damit bringen wir das Thema KI nochmal auf ein ganz neues Level innerhalb von Microsoft 365. Das ist so die Kurzbeschreibung. Es ist ein Wissensnetzwerk in Microsoft 365, ermöglicht es, Kenntnisse und Fachwissen in den Apps zu nutzen, die Anwender täglich verwenden. Aufbauend auf den führenden Content-Services von SharePoint verbindet Projekt Cortex Inhalte in Microsoft 365 und externe Inhalte und ermöglicht es, Informationen zu verwalten und Prozesse mit fortschrittlicher Sicherheit, Compliance und automatisierten Workflow zu optimieren. Das ist das, was die Microsoft-Beschreibung auf der Webseite sagt und die habe ich einfach mal ins Deutsche automatisch übersetzen lassen und die Qualität ist gar nicht so schlecht, kann man verstehen. Also es geht darum, ein Netzwerk aufzubauen, das Wissen, was in Microsoft 365 drin ist, hervorzubringen, zu vernetzen, zu verknüpfen und in den täglich zu nutzenden Apps einzubinden. So, damit können wir eben gerade die Auffindbarkeit von Daten und die Relevanz von Daten für Mitarbeiter wesentlich verbessern oder sollen wir mit verbessern können. Das ganze Thema Metadaten und Content Management wird sich damit auf ein ganz anderes Niveau begeben und lösbar sein und wir werden KI am Arbeitsplatz direkt nutzen können. Für mich ist interessant, dass es in die Applikation integriert wird, dass wir natürlich SharePoint als bekannte Oberfläche haben, mit der fast jeder mittlerweile umgehen kann. Dass es eine Interaktion gibt zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz, dass nämlich die Ergebnisse manuell anpassbar sind und dass es mit dem Power AI Builder KI für alle gibt. Und das ist, das sind so die Punkte, die man jetzt einfach, die ich jetzt auch gleich zeigen kann, aber die ich super spannend finde, weil es hier tatsächlich an die Hauptprobleme geht, nämlich ich kann es nicht benutzen, es ist nicht in meiner Anwendung drin, es ist zu kompliziert. Und die drei Dinge werden, glaube ich, mit Projekt Cortex sehr gut gelöst werden. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, da können wir uns aber jetzt mal ein kleines Video angucken. Das ist nämlich das kurze Intro-Video von Microsoft zum Thema Projekt Cortex. As a new project manager, I need to quickly take on a lot of processes and projects. At first, this seemed impossible. How can I quickly learn about projects and find all the related content and experts? Luckily, we have Project Cortex, and it's easy to tap into my organization's knowledge. By connecting content and people in my organization, Project Cortex puts the information I need in the apps I use every day. Let me give you a few examples. When I hover over a project name, I get a topic card that tells me what I need to know about the project, including descriptions, internal experts, and related content right within the flow of my work. To get more depth, I access the topic page, which is automatically created with AI and reviewed by our experts. Now, my team and I can quickly learn about the projects or discover related topics from anywhere in Microsoft 365. When we upload new project documents, Project Cortex automatically tags and organizes them. This allows us to easily manage knowledge, find what matters, streamline processes, and gain insights. Using Project Cortex, I can learn faster, contribute to my team and projects, and manage content with the power of AI. And my company can better manage security and compliance for our most valuable content. Learn more about Project Cortex.
Okay, das war die Quick-Demo. Einfach mal den Überblick gezeigt hat, einmal die Oberfläche, die Integration in die Apps und dann auch die Möglichkeit, über KI bestimmte automatische Erkennung von Dokumenten und Ähnlichem zu erzeugen. Wir gucken das jetzt noch ein bisschen genauer an, damit Sie noch mal ein bisschen besseren Einblick bekommen. Wie gesagt, ich kann es nicht live zeigen, weil ich bin auch nicht in der Early-Alpha-Version drin und wenn, dann wäre ich wahrscheinlich der NDA, dürfte auch nichts sagen. Aber ich habe mir natürlich die Vorträge angeschaut, die es auf der Ignite gab und auch zwei, drei Webinare, die es später gab und habe einfach mal so die Kerninfos daraus gezogen. Das Erste, was man in Projekt Cortex findet, sind die sogenannten Topic Cards. Wir sind hier in Outlook drin. Und in Outlook wird hier ein Begriff einfach mal vom Projekt Cortex farblich, nicht farblich, sondern unterstrichen hervorgehoben, eine Abkürzung, Core. Und als Mitarbeiter, was heißt Core? Ich habe keine Ahnung, was Core heißt. Ich kann dann einfach auf diesen Begriff klicken und dann öffnet sich die sogenannte Topic Card. Die Topic Card fasst das zusammen, was Project Cortex im Hintergrund für den Begriff Core, für das Akronym oder ausführlich hier Construction Operations Reliability, zusammengestellt hat. Und das präsentiert es mir in der Applikation direkt als diese sogenannte Topic-Karte. Die Topic-Karte enthält also nicht nur den Titel, sondern auch das Akronym, eine Kurzbeschreibung, was sich dahinter verbirgt. Mitarbeiter, die damit verbunden sind, andere Ressourcen, Related Topics, also kurz und kompakt eine Verbindung, was mit diesem Topic oder mit diesem Thema im Unternehmen vernetzt ist. Das haben wir jetzt in Outlook gesehen. Das Gleiche funktioniert aber auch auf der Webseite hier auf einer modernen Site, Communication Site von SharePoint. Auch da kann ich auf der Webseite, sehe ich hier Project Core. Ich klicke darauf und es erscheint genau die gleiche Topic Card mit den entsprechenden Informationen. Da oben ist auch noch drin, ich kann so eine Karte followen, also ein Thema followen oder ich kann auch sagen hier Suggest and Edit. Ich kann also sagen, Moment, was hier drin steht, da hätte ich auch noch was beizutragen und kann jetzt direkt an der Stelle darauf klicken und sagen, ach, hier würde ich vorschlagen, ändere mal das oder ergänze das. Und dann geht es an denjenigen, der für dieses Topic zuständig ist und das dann quasi als Editor mit einarbeiten kann. So, und dann, wenn ich auf das, auf die, in der Karte dann quasi auf den Titel klicke, dann lande ich auf der sogenannten Topic Page. Die Topic Page, das ist eine SharePoint-Seite, die einfach die Informationen, die die Künstliche Intelligenz zu diesem Thema Construction Operation Reliability zusammengetragen hat und mir das einfach hier nochmal ausführlicher darstellt. Also was die Topic Card in der komprimiert darstellt, ist hier die komplette Darstellung des gesamten Themas, also auch die People, also die Mitarbeiter, die da mit drin sind, Ressourcen, Dokumente, die dazugehören, Dokumente, die discovered sind bei der Künstlichen Intelligenz, andere Sites, die dazu passen. Und dann gibt es hier, da sieht man schon, was man als Verletzung mit einbringen kann, die Related Topics. Also Cortex sucht Verbindungen zu anderen Topics und anderen Themen, die im Unternehmen und gibt dem hier auch eine gewisse Gewichtung. Ja, man sieht ja hier die Kreise, die darum sind. Der innere Kreis, der erste äußere Kreis, der zweite äußere Kreis. Das heißt, Mark 8 ist mit diesem Projekt eher näher vernetzt als zum Beispiel hier Surveillance Intelligence oder Flight Operations. Aber die sind auch irgendwie miteinander vernetzt. Das sehe ich hier jetzt an der Stelle. Bekomme also da nochmal einen besseren Einblick, wie dieses Thema mit anderen Themen vernetzt ist und mir vielleicht hilft, hier weitergehende Erkenntnisse zu gewinnen. Dann interaktiv, da sehen wir schon das neue moderne Yammer Webpart integriert. Hier kann ich tatsächlich in diese Topic-Seite einen Diskussions-Webpart oder einen Frage- und Antwort-Webpart einmachen und so zusätzliche Informationen, die Mitarbeiter haben oder Fragen, die sie haben, hier drin noch interaktiv beantworten. Auch direkt in der Seite und oben rechts sieht man ja den blauen Knopf Edit. Das Ganze ist eine SharePoint-Seite und die kann ich bearbeiten. Ja, das ist, heißt, das, was die Künstliche Intelligenz hier kreiert hat, kann ich tatsächlich hier auch bearbeiten oder zumindest zur Bearbeitung vorschlagen. Dann gehen wir noch eine Seite höher. Diese einzelnen Topic-Seiten sind bei mir im Knowledge Center eingeordnet und bieten mir dann hier auf meinem Knowledge Center eine Übersicht über die Themen, die im Unternehmen relevant sind, die für mich relevant sind, die meinen Kollegen relevant sind. Und gebe mir auf der rechten Seite auch mein Profil, da sind meine Expertisen hinterlegt, meine Topics, die Topics, denen ich folge. Und damit können mich andere Mitarbeiter empfinden und andere
und entsprechende Verknüpfungen auch herstellen. Und ich bin auch über diese Dinge sichtbar. Und wenn wir uns das Ganze noch ein bisschen weiter anschauen, dann kann ich hier zum Beispiel, bekomme ich von der KI vorgeschlagen, hier gibt es eine Frage zu dem Thema, kannst du die vielleicht beantworten? Und wenn ich, wie gesagt, auf den Edit-Knopf kriege, dann habe ich die Möglichkeit, weil es ist ja eine SharePoint-Seite, kann ich die Seite anpassen. Und dazu brauche ich auch an meine KI-Seite, brauche ich jetzt kein externes Tool, sondern ich kann mit meinem ganz normalen, boring SharePoint-Knowledge, wie ich modernen Sites editiere, wie ich dort Webparts einfüge, kann ich die anpassen an meine Bedürfnisse. Und da gibt es ein paar spezielle Knowledge Management, Webparts, Trending Topics, Expertise Finder und so weiter und kann mir dazu etwas entsprechend zurechtbauen. Und das ist so ein Punkt, als ich gesehen habe, dass, und die Seiten sehen im Prinzip ja aus, kennen wir eigentlich aus dem Internet, auch von der Wikipedia, vom Wiki-Konzept, dass ich quasi eine Seite habe, gehen wir mal zurück, das wollte ich jetzt nicht zeigen, dass ich eine Seite habe, die ich quasi im Browser direkt editieren kann. Ich kann verschiedene Versionen davon anlegen und so weiter und so fort. Als ich das gesehen habe, zum ersten Mal gesagt, das ist genau da, wo man ansetzen muss, dass die Usability direkt in bekannte Applikationen kommt und ich habe das komplett da integriert. Nichts Neues gemacht, nichts gar nichts, sondern es ist direkt in meinen ganz normalen Workflow integriert. Das ist eines der Punkte, die ich super spannend finde. Genau, jetzt habe ich hier bloß nochmal schnell, falls die Demo nicht funktioniert hätte, die Slides gehabt. Also das war jetzt sozusagen die Anwenderseite. Im Hintergrund arbeitet Projekt Cortex, sammelt die Informationen zusammen über den Office Graph, über Third-Party-Provider kann ich auch externe Systeme anbinden, die dann in den Graph hinein die Informationen einfüttern, die ich dann über Cortex auswerten kann und nimmt dann Themen, generiert Themen, die ich auch vorgeben kann und generiert zu diesen Themen automatisch die relevanten Informationen. Das aktualisiert sie auch regelmäßig. Und was noch hinzukommt, das Ganze läuft auf Microsoft 365 im Security-Kontext. Das heißt, ich sehe dann zum Beispiel auch nur die Informationen, für die ich Zugriff habe. Ja, also das spielt natürlich bei, ist ja schön daran, dass man bei Microsoft 365 im Grunde die gesamte Security-Plattform, das ganze Benutzermanagement und alles im Hintergrund hat und kann das einfach hier nutzen und das wird hier auch entsprechend mit durchgesetzt. Ja, und das Ganze, und dann, wie gesagt, das Bearbeiten, das Anschauen, es ist in meinem Teams drin, die Karten sind im Teams drin, die sind im Outlook drin, die sind in auch in Word kann ich die finden, die werden aber aus dem Pane mit eingebunden. Auch da sind die Informationen drin, auch im PowerPoint, glaube ich, werden sie mit eingebunden. In meinen Apps sind sie mit drin und ich kann immer auf die gleiche Information zurückgreifen und über die SharePoint-Seite kann ich das editieren und anpassen. Das sind, glaube ich, die beiden von der Benutzerseite. Ich vermute mal, dass auch die AI, die im Hintergrund läuft, jetzt gar nicht, sagen wir mal so, das absolute Highlight, also die super Turbo High-End AI ist, was aber hier, glaube ich, für den Erfolg dieses Cortex sorgen könnte, wenn es tatsächlich auch so umgesetzt wird, ist, diese komplette Integration in den alltäglichen Arbeitsalltag, dass ich das wirklich ganz super easy nutzen kann. So, und dann kommen wir zum zweiten Thema. Das ist nämlich dann den Power AI Builder im Projekt Cortex Build, mit dem ich kleine Modelle, wie wir jetzt eben gerade bei dem Katzen-Netzwerk gesagt haben, also kleine Deep Learning Modelle, kann ich mir selber bauen in der Kombination mit Power Apps, mit Azure und mit SharePoint. Und wie das funktioniert, das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Ausgangspunkt sind hier ein paar Rechnungen. Wir haben ja so ganz klassisch formularbasierte Rechnung. Und über das sogenannte Accounting Content Center, das sind auch eigene Seiten in SharePoint, wo ich dann quasi meine Modelle, die ich hier hinterlege, mit verwalten kann. So ist das zumindest mal dargestellt worden. Sehen, wir haben eine Dokumentenbibliothek, kennt man alles, Dokumentenbibliothek mit verschiedenen Feldern, da ist eine PDF-Datei drin und ich lade jetzt ein Dokument hoch hier aus den Dateien, eine PDF-Datei. Und in dem Moment, wo diese Datei hochgeladen wird, wird ein kleiner Flow gestartet und nach einer kurzen Zeit der Verarbeitung hat dieser Flow und das Modell, was da im Hintergrund liegt, quasi aus dem PDF-Dokument die entsprechende Information aus der Rechnung extrahiert und sie hier dann in die entsprechenden Felder mit eingetragen. So, und um sich das mal anzuschauen,
wie das funktioniert, wie ich das selber bauen kann, schauen wir uns mal an, wie sowas funktioniert. Ich bin also hier in meinem Accounting Center drin. Da kann ich sagen, ich möchte jetzt ein neues Modell bauen. Das Modell bekommt eine Dokumentenbibliothek, in die wir jetzt praktisch Dokumente hochladen wollen. Ups, was ist mein Fall? Bekommt hier einen Namen. Erstelle also ganz einfach eine Dokumentenbibliothek. Als nächstes gehe ich dann hier oben in Power Apps in den AI-Bilder und erstelle ein entsprechendes, ein Modell. Das Modell ist auch jetzt, gehe nach Power in den AI-Bilder, gebe dem Modell einen Namen. Das heißt jetzt hier Chapman PO. Nein, heißt nur Chapman, Entschuldigung. Und dann gebe ich diesem Modell ein paar Dokumente mit. Und die habe ich hier als eingescannte JPEG-Dateien. Öffne die, lädt also diese 6 Dokumente hoch. Und die sind jetzt alle in der Dokumentbibliothek. Jetzt lasse ich sie analysieren. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein neues Modell bauen. Jetzt arbeitet die AI im Hintergrund und fängt an, diese Dokumente zu analysieren. Sagt, oh, PDF, was kann ich erkennen? Und als erstes, was ich dann bekomme, ist die Purchase Order. Und man sieht, die AI erkennt hier in der Purchase Order die mit Punkten umrandeten Bereiche. Und das sind Felder, die erkannt worden sind. Das fängt hier oben an mit dem Datumsfeld. Ups, ach Mist, ich wollte nicht dran klicken. Moment, sorry, ich habe falsch geklickt. Bin aber sofort wieder da. Genau. Klicke da in das Feld rein und man sieht da unten noch die 100%, also mit welcher Sicherheit quasi das Ganze erkannt worden ist. Und dann kann ich jetzt hier auf die Vorschläge des Power BI Builder reagieren und kann sagen, okay, das Feld möchte ich haben, das Feld möchte ich haben, das Feld möchte ich haben. Und auf der rechten Seite sieht man, welche Felder hier ausgewählt worden sind für mein Modell. Ich klicke auf Done und damit weiß das System jetzt, okay, das ist mein Modell, das steht da mit drin. Und jetzt kann ich das Modell trainieren. Und wenn es dann fertig ist, steht es mir als Baustein zur Verfügung. Jetzt kann ich es in die Dokumentbibliothek einbinden. Ich erstelle hier also einen Flow, der dazu führt, dass immer, wenn ich ein Dokument in die SharePoint-Bibliothek hochlade, der Flow angestoßen wird, der dieses Modell abruft. So, das ist das Simple, ist relativ simpel, ist auch bloß Power Apps, also da ist jetzt keine Raketenwissenschaft hinter. Und so sieht das Modell dann aus, beziehungsweise so sieht der Flow aus, der das Modell hier nutzt. Und dann kann ich das entsprechend speichern. Jetzt ist das Modell in der Bibliothek hinterlegt, der Flow ist hinterlegt. Und wenn ich jetzt anfange, hier in dieser Bibliothek mal das Ansicht zu refreshen, dann sieht man auch, sind hier die zusätzlichen Felder, die wir im Training definiert haben, hier erkannt worden, hinterlegt worden. Und dann kann ich hergehen und entsprechend Dokumente hochladen. Und dann habe ich hier, was wir vorhin schon gesehen haben, die entsprechenden Dokumente in der Bibliothek und die werden dann ab sofort automatisch erkannt und hinterlegt. So. Okay, das ist das eine, da sind die Dokumente dann drin. Und dann einen zweiten Bereich, das ist schon mal relativ gut, das kann ich also solche automatischen Erkennung von strukturierten Dokumenten, scheint hier relativ simpel zu machen sein, über den Power AI Builder auch in die Plattform komplett integriert. Was ist nun mit Informationen, die nicht so strukturiert sind, zum Beispiel in ganz normalen Word-Dokumenten oder Textdokumenten, die wir hier haben? Gut, hier haben wir ein Beispiel von einem Dokument, das geht hier über die Mitteilung, dass sich eine bestimmte Benefit Change Notice, also irgendwie einen Vorteil geändert hat, und zwar von Versicherungsgesellschaften. Insurance Provider, Humongous Insurance heißt das hier. So, und jetzt kann ich hier ein Modell kreieren im Raum eines Teaching, also ich trainiere das System. Auch hier habe ich wieder eine Bibliothek, wo die entsprechenden Dokumente hier schon hochgeladen sind, als Beispiele. Die sehen alle so ähnlich aus, sind aber nicht strukturiert. Kann hier entsprechend die Classifier und so weiter. Ich überspringe das mal einfach hier kurz, um zu zeigen, worum es eigentlich geht. Können ein Stückchen nach vorne springen. So, wenn ich jetzt hier mir das Modell angucke, dann sehe ich einmal, dass hier in diesem System die Versicherungsgesellschaften erkannt worden sind.
weil man davon ausgeht, dass wenn Insurance Provider Adatum Corporation dasteht, dass wenn das hinter Insurance Provider eigentlich die Corporation, also die Versicherungsgesellschaft kommt, die ich dann auch als Name oder Label übernehmen kann, wie man hier auf der linken Seite in dieser Liste sieht. Ja, und das geht ein Stückchen noch weiter. Ich scrolle mal ein Stück nach vorne, wenn ich mir das hier alles anschaue. Ich kann das verifizieren lassen. Der erkennt das alles. Und dann kommen wir hier an einen Punkt, wo ein Dokument hinterlegt worden ist, was jetzt noch keinen grünen Punkt hat, was also noch nicht erkannt worden ist. Und da sehen wir Insurance Provider, Graphic Design Institute. Und hier kann ich jetzt einen Haken setzen und sagen, nein, da warst du eigentlich richtig. Du machst mir zwar den Vorschlag, hast es noch nicht erkannt, aber es ist richtig. Du kannst es lernen und ich kann ihn so trainieren. Auch eine relativ einfache Demo zeigt aber an der Stelle, dass ich hier schon auch unstrukturierte Dokumente mit so einem einfachen Modell trainieren kann. Ja, und das waren so die beiden Hauptdemos, die wir bisher von SharePoint, vom Projekt Cortex gesehen haben. Einmal, wie gesagt, die Benutzeroberfläche und das hier als weiterführendes System, gerade, ich sage mal, für Power-User. So, das kann ich Ihnen vom Projekt Cortex zeigen. Und das, was mich, warum ich das so interessant finde, ist, sind eigentlich vier Punkte. Das erste ist, dass das Ganze halt auf Microsoft 365 läuft und dahinter steht die Power-Plattform, SharePoint, Microsoft Graph, Azure Cognitive Services. Das Ganze ist eine ziemlich solide Basis, kann man schon sagen. Funktioniert ja auch schon ganz ordentlich. Hinsichtlich Sicherheit, hinsichtlich Performance, da hat man eine gute Infrastruktur, um sowas auch tatsächlich performant und nachhaltig aufbauen zu können. Ich sag mal, davon hoffe ich mal, dass das so läuft. Das zweite, und das finde ich den Knallereffekt ist, dass die Erkenntnisse der KI den Benutzern, den Apps und den Anwendern bereitgestellt werden, die er täglich nutzt. Das heißt, er hat keinen zusätzlichen Lernaufwand im Prinzip. Er muss keine neue App lernen, kein neues Tool lernen, sondern er ist einfach drin, klickt einfach nur auf den Link in seiner Outlook-Mail, klickt auf die SharePoint-Seite und kann die bearbeiten und ist direkt dann mittlerweile drin. Der dritte Punkt, den finde ich auch super, das ist nämlich die Erkenntnisse der künstlichen Intelligenz, die können immer heute noch nicht perfekt sein, aber die kann ich durch menschliche Intelligenz erweitern, korrigieren, anpassen und kann so best of both worlds machen. Da habe ich auch die Eingriffsmöglichkeiten und die sind jetzt auch nicht so kompliziert, sondern sie liegen hier halt im SharePoint-Bereich und ich kann hierüber arbeiten. Und der AI-Builder und die Power-Plattform, da werden dann die Power-User wieder ermächtigt, halt Machine Learning und Machine Teaching Modelle zu erstellen und dann diese KI, dieses Kreieren von solchen, ich sag mal, kleinen Deep Learning Modellen, da wird man jetzt wahrscheinlich keine riesengroßen Sachen draus machen können, aber für den Hausgebrauch sozusagen wird es bestimmt super spannend sein, dass man da nicht irgendwie erst auf Azure gehen muss und irgendwelche komplizierten Trainings machen kann, sondern es ist alles komplett in die Oberfläche mit eingebunden und mit etwas Vorbereitung wird man das auch tatsächlich nutzen können. Das macht es so super interessant. Frage ist jetzt, wann kommt das Ganze? Das ist hier die Roadmap. Also ich sage mal so, die Roadmap sagt im Prinzip Topic Pages, Topic Cards und so weiter. Das kommt alles, das ist noch die Folie aus dem November letzten Jahres, also Early Next Year. Es ist ja schon Early Next Year, wir haben ja schon fast Mitte Februar, ist aber noch nichts da. Aber wird jetzt irgendwo im ersten Halbjahr, wird das irgendwie schon so weit ausrollen, dass man da irgendwo in den Tendenz das sehen kann. Ressourcen, wenn Sie mehr dazu wissen, das bin ich eigentlich schon mit dem Projekt, mit dem Ganzen durch, wenn Sie mehr davon sehen wollen oder hören wollen, es gibt diese Website aka.ms Project Cortex, da finden Sie einfach mal die zusammengefassten Informationen darüber. Es gibt auch ein paar Demos, die man nochmal anklicken kann und noch ein paar zusätzliche Informationen, aber es ist bei Weitem noch nicht so super viel. Aber was Sie dort machen können, Sie können für den Private Preview sich anmelden. Da gibt es ein entsprechendes Formular und wenn Sie als Early Adapter dort arbeiten wollen, können Sie sich dort schon arbeiten. Als zweite Ressource möchte ich Ihnen Naomi Moneypenny empfehlen. Das ist jetzt nicht die Sekretärin aus dem James-Bond-Film, sondern Naomi ist auch war früher mal MVP, ist mittlerweile bei Microsoft und sie ist die Director of Product Development für Project Cortex. Sie hat auch die Vorträge auf der Ignite gehalten und wenn Sie ihr mal auf Twitter folgen und so weiter oder sie einfach mal auch auf LinkedIn und so weiter verfolgen, da haben Sie, glaube ich, die erste Ressource, wenn Sie über aktuellste Sachen informiert werden wollen, weil sie ist diejenige, die da ganz direkt am Projekt ist, weil sie es selber managt.
Hier habe ich noch mal einen kurzen Auflistung gemacht. Auf der Ignite 2019 gab es ja eine ganze Reihe von Sessions zu dem Thema Projekt Cortex. Und ein Großteil, ich glaube sogar alle, sind davon aufgezeichnet worden. Wenn Sie auf die Ignite-Seite von Microsoft gehen oder auch auf dem YouTube-Kanal, kann man sich diese einzelnen Vorträge auch noch runterladen und anziehen. Teilweise gibt es tatsächlich auch noch PowerPoints dazu. Ja, und damit bin ich eigentlich durch. Ich hoffe, ich habe wieder so einen kleinen Überblick geben können, was da auf uns zukommt. Wie gesagt, man kann auch nicht so viel sehen. Ich halte es für ein super spannendes Projekt. Und ich hatte so ein SharePoint-Déjà-vu. Ich kann mich nur gut erinnern, wie ich vor 20 Jahren zum ersten Mal den Tahoe-Server von einem Microsoft-Mitarbeiter präsentiert bekommen habe, der gesagt hat, guck mal, das kommt demnächst, unser Dokumentenmanagement. Da ich das so gesehen habe, die erste hat gesagt, das ist aber was Cooles, das wird mal bestimmt was werden, wird ein bisschen dauern, aber es wird mal was werden. Und als ich das Projekt Cortex gesehen habe, die Demos, finde ich cool, den Ansatz, die Integration, die Oberfläche, habe ich schon gesagt, und die Möglichkeit, AI quasi auch auf Knopfdruck zu nutzen.